Dies ist die Geschichte eines Traums. Vom Triumph über den Tod. Ich habe noch keine Mumie in solch einem Zustand gesehen. Die Suche nach einer verlorenen Formel. Was ich gesucht habe, war die ganze Zeit hier in Palermo. Und niemand hat es auch nur geahnt. Das Geheimnis der schönsten Mumie der Welt. Auch Ihr Körper wird verfallen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Geist der Vergänglichkeit weht durch die Katakomben Palermos. Mehr als 1000 Mumien lagern hier. Dramatische Veränderungen treten ein. Das Wichtigste ist, den Prozess aufzuhalten. Neueste Technologie kommt zum Einsatz und neue Erkenntnisse werden gewonnen. Können Sie Rosalia retten? Was bedeutet, es ist nicht möglich? Wir gehen ein Risiko ein. Können Sie den Wettlauf gewinnen? Das ist die einzige Lösung. Ihre Gegner, Zeit, Verfall und Vergessen. Stadt und Schmelztiegel der Kulturen. Einladend und kalt, gastfreundlich und misstrauisch. Als sich die Kapuzinermönche hier ansiedelten, gab man ihnen das schlechteste Stück Land. Doch es sollte sich als Goldgrube entpuppen. Unter dem Kloster befindet sich heute die weltgrößte Mumiensammlung. Die Verblichenen waren Mitglieder der gesellschaftlichen Elite aus über 5 Jahrhunderten. Bruder Antonio hat 14 Jahre lang über sie gewacht, doch heute besucht er sie nur noch selten. Es ist wichtig, mit den Toten in Kontakt zu stehen. Sie waren schließlich Menschen wie wir, und auch wir werden wie sie vergehen. Es ist wichtig, das Leben zu führen. Ihr Körper ist hier. Doch wo ist das Mädchen? Sie ist ein Engel im Paradies, für ewig. Rosalia Lombardo war ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen. Sie führte ein behütetes Leben. Ihr Vater, Infanterieoffizier Mario Lombardo, vergötterte sie. Heute ist Rosalia ein wohlgehüteter Schatz der Mönche und einer, der Touristen aus aller Herren Länder anzieht. Ein Besuch im Reich der Toten kostet 3 Euro. Muchas gracias. Buena visita, eh? Gracias. Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Was ist das Geheimnis der schönen Mumie? Anthropologe Dario Piombino hat lange in der Bibliothek des Klosters nach Antworten gesucht. Ich wollte herausfinden, wer sie einbalsamiert hat. Es muss ja einen Grund für ihren guten Zustand geben.
Ein Kunstwerk. Ich fand nur eine Randnotiz in einem Katalog der Katakomben. Dr. Solafia. Doch selbst das war falsch. Man schreibt ihn mit A und nicht mit O. Alle Hinweise laufen ins Leere und Rosalias Geheimnis bleibt ungelöst. Piombino steckt in einer Sackgasse, doch er gibt nicht auf. Tutto bene? Bene. Ho portato un fiore per Rosalia. Vai, ci vediamo dopo. Ciao, Dario. Die Katakomben von Palermo sind für Dario eine Leidenschaft, seit er Rosalia das erste Mal sah. Als ich das erste Mal nach Palermo kam, hinterließ sie einen bleibenden Eindruck bei mir. Sie sah wirklich lebendig aus, als wäre sie in den Katakomben fehl am Platze. Sie sollte lieber draußen mit den anderen spielen. Outside 1920 wird Rosalia Lombardo krank. Doch damals gab es noch keine Antibiotika und die Ärzte sind machtlos. Ich habe jeden Tag über diesen Fall nachgedacht. Für mich ist sie wie ein Familienmitglied, das ich beschützen muss. In den letzten Jahren zeigen sich an ihrem Körper deutliche Zeichen des Verfalls. Dieser Fleck hier wird immer größer, auf den Wangen, der Nase und an den Lippen. Ich mache mir Sorgen, ihr Zustand ist so schlecht wie noch nie. Sie ist worse than been before. Dario Piombino weiß, dass nun nicht mehr viel Zeit bleibt. Er sucht Hilfe bei Professor Albert Zink. Zink leitet in Bozen ein eigenes Institut und ist ein weltweit anerkannter Experte für Mumien. Während des Krieges haben wir uns in den Katakomben versteckt. Die Toten haben also die Lebenden gerettet. Die Katakomben, wir sind da. Dieser Mönch war der erste Leichnam, der hier bestattet wurde. Bis heute ist er nicht verwest, für die Sizilianer ein Zeichen des Himmels. Und seitdem wollten adlige und wohlhabende Bürger ebenfalls hier zur letzten Ruhe kommen. Im Laufe der Zeit wurden die Leichen nach Kategorien angeordnet. Wir haben hier zum Beispiel einen Korridor für Männer. Hier liegt auch Antonio Prestigiacomo, der Frauenheld. Der Korridor der Frauen? Es gibt sogar eine Sektion speziell für Jungfrauen. Der Korridor der Priester. Hier liegen einst mächtige Bischöfe und Kardinäle. Ein Korridor für Mönche. Und zwar die asketischen Kapuziner. Und schließlich ein Korridor für bestimmte Berufe. Zum Beispiel Ärzte, Politiker und Maler. Hier ist der traurigste Bereich. Hier sind die Kinder. Sie sind alle zusammen, so als ob die Familien sicher gehen wollten, dass sie auch in der Nachwelt zusammen sein und miteinander spielen können. Doch Rosalia ist nicht unter diesen Kindern. Sie ist einzigartig, sogar für Albert Zink.
Ich habe schon eine Menge Mumien gesehen, aber diese hier ist wirklich außergewöhnlich. Das Gesicht ist noch vorhanden und es sieht aus, als würde sie schlafen. Und das ist weltweit einzigartig. Rosalia wurde gegen Ende des Ersten Weltkriegs geboren. Für ihre Eltern ein hoffnungsvolles Zeichen. Bald darauf starb sie an Lungenentzündung oder Diphtherie. Doch ihr Vater wollte sie nicht gehen lassen. Ihr Vater tat das alles aus Liebe. Wie Menschen aus vielen Generationen vor ihm entschied auch Mario Lombardo, ihren Körper einbalsamieren zu lassen. Sie sollte den Tod überdauern. In Sizilien haben die Lebenden und die Toten ein besonderes Verhältnis. Die Toten beschützen die Familie, ähnlich wie Heilige. Sie dienen als Vermittler zwischen unserer Welt und der göttlichen Welt. Viele dieser Körper sind auf natürlichem Wege mumifiziert. Sie wurden in speziellen Räumen getrocknet, mit Essig abgewaschen und erst dann wieder mit Luft in Kontakt gebracht. Schließlich zog man sie an und brachte sie in die Katakomben. Im Laufe der Zeit entwickelten Mönche und Präparatoren effektivere Konservierungsmethoden. Die hier ist nicht auf natürlichem Weg mumifiziert. Antonio Prestigiacomo starb angeblich bei einer Auseinandersetzung mit einem eifersüchtigen Ehemann. Die Mumie stammt aus dem Jahr 1844. Damals hat man Arsen und Quecksilber zur Einbalsamierung benutzt. Der Frauenheld wünschte sich, auf diese Art zur letzten Ruhe gebettet zu werden, denn nur so könne er weiterhin Frauen hinterher schauen. Die Einbalsamierungssubstanzen waren giftig und oft tödlich für die, die mit ihnen arbeiteten. Rosalia wurde jedoch mit anderen Methoden konserviert. Anders als viele Quellen angeben, wurde sie nicht von einem Arzt, sondern von Alfredo Salafia, einem bekannten Chemiker und Präparatoren, einbalsamiert. Er hatte etwa ein Jahr lang einen Riesenerfolg in den USA, wo sein Neffe bereits lebte. Ihre Rezepte blieben jedoch geheim. Schließlich sollte niemand ihre Methoden kopieren. Niemand weiß, womit Salafia Rosalias Leiche einbalsamierte. Alfredo Salafia soll hier auf dem Friedhof Santa Maria de Gesù begraben sein. Hier hoffen die beiden auf Hinweise zu stoßen, Namen von Verwandten, die vielleicht über seine Einbalsamierungsmethoden Bescheid wissen. Doch die Suche nach seinem Grab bleibt ohne Erfolg. Vom Friedhofswärter, einem Kapuzinermönch, erfahren sie schließlich, dass sein Grab verlegt worden sei. Er war bei der Exhumierung dabei. Wir öffneten das Grab. Alles war bereits verwest. Nicht ein Knochen war noch übrig. Als ich seinen Schädel aufheben wollte, zerfiel er sofort zu Staub. Salafia hätte sich von seinem Neffen nach seinen eigenen Methoden einbalsamieren lassen können. Doch warum zog er eine gewöhnliche Bestattung vor? Piombino und Zink stehen vor einem Rätsel. Salafia hat sein Leben damit verbracht, Menschen einzubalsamieren. Und jetzt ist er nichts als Staub. Das ist doch seltsam.
Es scheint, als wollte Salafia alle Spuren verwischen. Doch um Rosalia zu retten, müssen die zwei Forscher herausfinden, wie sie präpariert wurde. Das Stadtarchiv von Palermo befindet sich in einem ehemaligen augustinischen Nonnenkloster. Hier lagern auch historische Dokumente aus der Zeit zwischen dem Ende des 13. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Hofft Dario, einige Hinweise auf noch lebende Verwandte von Salafia zu finden. Zusammen mit der Direktorin und einem Archivar macht er sich auf die Suche. Nach Tagen stoßen sie auf ein Stammbuch. Sollte Dario Piombino so einen Stammbaum von Salafias Familie erstellen können, könnte ihn das zu noch lebenden Verwandten führen. Salafia. Eccolo. Alfredo Filippo Maggio Rosalia. Und vielleicht kann er so auch das Geheimnis um Rosalia lüften. Wäre es möglich, dass Salafia die Zusammensetzung seiner Tinkturen niederschrieb? Und damit das Geheimnis um Rosalia? Schließlich kann Dario eine entfernte Verwandte von Salafia ausfindig machen. Sie sagt, sie sei im Besitz von persönlichen Dokumenten Salafias. Neue spezielle Methoden zur permanenten Konservierung vollständiger menschlicher Leichen. Unglaublich. Eine Liste aller Leichname, die Salafia je konserviert hat. Dazu handschriftliche Notizen und Fotos. Ich zeige Ihnen die Formel. Endlich findet Dario, was er so lange gesucht hat. Ich kann es kaum glauben. Es ist Salafias Formel. Alle haben sie gesucht und sie war die ganze Zeit hier. Ich habe das Manuskript gefunden und aus Respekt behalten. Er hat es komplett mit der Hand geschrieben. Salafias Formel. Das Blut der Leiche ersetzte er mit einer Mischung aus Glycerin, Formaldehyd und Salicylsäure, die er in Alkohol löste. Dazu Zinksulfat und Chlorid. Alles in allem eine sehr moderne Formel. Salafia betont weiterhin, wie wichtig es ist, den Leichnam von Mikroorganismen und Schimmel zu schützen. Es ist außergewöhnlich, dass er Formaldehyd benutzt hat. Er war ein Pionier seiner Zeit. Normalerweise verwendete man Quecksilber oder Arsen. Die Mischungen von heute sind sehr ähnlich. Man könnte sagen, er hat sie erfunden. Die Mischung gibt den beiden einen Hinweis. Glycerin kann Wasser binden. Sollten wir sie ein weiteres Mal präparieren, sollten wir daran denken, dass wahrscheinlich noch Wasser in ihrem Körper ist. Das bedeutet, dass sie nicht so trocken ist wie eine Mumie aus Ägypten oder eine hier aus Sizilien. Ein sensationeller Fund. Doch was passiert, wenn die zwei den Glasdeckel lüften? Wird die Mumie den Kontakt mit dem Atem der Vergänglichkeit überstehen?
Die Katakomben fallen langsam in sich zusammen und die Mumien sind von Flecken übersät. Alles ist ziemlich weich. Sehr weich. Die Textilien lösen sich auf. Alles zersetzt sich. Eine Katastrophe. Hier ist alles in schlechtem Zustand. Schau mal da. Moos und Algen überziehen die Wände. Deutliche Zeichen für Feuchtigkeit. Das weiche Gewebe ist feucht geworden und dadurch hat sich Schimmel gebildet. Richtig durchnässt. Da wächst Schimmel natürlich besonders gut. Wir haben ein echtes Problem. So einen Schimmelbefall habe ich noch nie gesehen. Labortests zeigen, dass es sich um Aspergillus flavus, eine krebserregende Schimmelpilzart, handelt. Sie sollten hier unten die Ewigkeit überdauern. Doch der Körper ist unwichtig. Wir alle werden zu Asche. Was hat das Klima in den Katakomben verändert? Laut den Mönchen wurden hier einige Dinge umgebaut, so zum Beispiel das Abwassersystem. Die baulichen Änderungen haben auch das Klima hier verändert. Um Feuchtigkeits- und Temperaturfluktuationen über einen längeren Zeitraum messen zu können, haben die zwei Wissenschaftler Messgeräte aufgestellt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%, 30% mehr als der akzeptable Wert. Selbst für Mumien wie Rosalia, die Feuchtigkeit enthalten, ist der Wert zu hoch. Wissen Sie, auch Ihr Körper wird verwesen. Ihr Körper, Sie sehen Sie. Fabrizio untersucht die Korridore der Katakomben sehr genau, denn wichtiger Besuch hat sich angekündigt. Und das Schicksal der Mumien hängt von seiner Entscheidung ab. Auch das von Rosalia. Der Vorsitzende der Denkmalschutzkommission Italiens hat ähnlich viel Einfluss wie ein Minister. Dario Piombino will ihn überzeugen, die Mumien mit Computertomographie untersuchen zu lassen. Wenn wir sie einer Tomographie unterziehen würden, wüssten wir, wie weit der innere Verfall fortgeschritten ist. Könnten wir dafür eine Erlaubnis bekommen? Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Untersuchungen vornehmen und Sie einen Weg finden würden, um dieses einzigartige kulturelle Erbe zu schützen. Rosalie. Ein historischer Moment. Sie hat die Kapelle noch nie verlassen. Unsere schöne Rosalie. Ihr Vater vertraute sie den Mönchen an und seine Tochter, die er mehr als alles liebte, blieb für immer jung. Doch jetzt ist auch sie vom Verfall bedroht. Dario Piombino hat alles daran gesetzt, ihr Geheimnis zu ergründen und schließlich wurde er fündig. Doch wie gut wurde Rosalias Körper durch Salafias Methoden geschützt? Wie viel von ihr kann noch gerettet werden? Kann sie auch für kommende Generationen bewahrt werden? Entscheidend ist, was die Wissenschaftler unter dem Deckel finden werden. Ist es stabil? Ja, kein Problem. Die Untersuchung von Rosalia gestaltet sich nicht so einfach wie die der anderen Mumien. Die Strahlen kommen kaum durch das Blei.
Wird es funktionieren? Sie müssen herausfinden, ob die Strahlen das Blei durchdringen können. Dann wissen sie sofort, ob es klappt oder nicht. Sie haben nur eine Gelegenheit, doch es sieht schlecht aus. Man sieht nur den Sarg. Nur den Sarg. Die Strahlen des CT-Scanners sind zu schwach. Sie können das Blei nicht durchdringen. Steffi, was bedeutet das? Wir müssen erst mal schauen. Bleibt Salafias Meisterwerk hinter Blei versteckt? Und mit ihm Rosalias Geheimnis? Das Team gibt nicht auf, zum Glück. Das Gehirn. Ah, das Gehirn. Wow, look at this. Schaut euch das mal an. Die Bildqualität ist ganz gut. Look at the brain. Mit den Gehirnen anderer Mumien nicht zu vergleichen. Viel besser. So etwas habe ich noch in keiner Mumie gesehen. Und das ist nur der Kopf. Sehen wir uns den Rest an. Da ist der Hirnstamm und da beginnt das Rückgrat. Eines der Augen, das rechte. Man kann alle Muskeln sehen. Der Körper und alle Organe sind vollständig erhalten. Das Hirn ist in perfektem Zustand. Salafias Formel funktioniert. Es ist wie ein Wunder. Wirklich außergewöhnlich. Was für ein Fund. Una testimonianza straordinaria. Wow. Was wissen wir über Rosalias Tod? Laut den Aufzeichnungen starb sie an einer Lungenentzündung. Sollte Rosalias Lunge verkleinert sein, wäre das ein Hinweis auf Lungenentzündung. In der Lunge wäre weniger Luft. Unter Rosalias Kopf entdeckt das Team ein unidentifizierbares Objekt. Nun ist Warten angesagt. Der Computer muss die Daten erst zu Ende verarbeiten. Doch eines ist ihnen schon jetzt klar. Sie tragen nun die Verantwortung für ein einzigartiges Meisterwerk. Salafias Mumie ist keine Wachsfigur. Und er präparierte nicht nur Rosalias Gesicht, sondern den ganzen Körper. Am 8. Dezember 1920 war seine Arbeit beendet und er brachte Rosalias Körper in die Kapelle. Anders als andere Präparatoren setzte er ihr keine Glasaugen ein, sondern schloss lediglich ihre Lider, wenn auch nicht ganz. Was wir entdeckt haben, ist kaum zu glauben. Manche Leute behaupten ja, sie sei keine echte Mumie. Aber wir haben ja jetzt den Beweis. Alles ist an seinem Platz. Zwei Arme, zwei Beine, alles vorhanden. Unglaublich. Das ist die beste erhaltene Mumie, die ich je gesehen habe. So etwas habe ich noch nie vorher gesehen. Der Computer erstellt ein Gesamtbild der Leiche. Alle Organe des Menschen sind vorhanden. Kopf, Augen, Herz, Leber und Verdauungstrakt, alles ist bestens erhalten. Dank der Darstellung kann der Körper von innen genau untersucht werden. Der Radiologin fällt schon bald eine Unregelmäßigkeit in der Lungengegend auf. Der rechte Lungenflügel ist nicht in sich zusammengefallen. Das könnte ein Anzeichen für Lungenentzündung sein. Tatsächlich scheint Rosalia an einer Lungenentzündung gestorben zu sein. Keine andere Mumie auf der Welt ist derart gut erhalten.
Auch das Objekt unter Rosalias Kopf ist identifiziert. Eine Flasche. Sie ist unter dem Kopf. Und da ist ein Stück Holz. Unter einem Holzbrett ist eine Flasche versteckt. Sie ist leer. Keine Flüssigkeit und auch sonst nichts. Eine offene, leere Flasche. Was könnte das sein? Gibt es irgendwelche Hinweise? Die Flasche könnte ein Mittel enthalten, was Schimmelbefall vorbeugen soll. Doch warum ist die Flasche nun leer? Als letzten Schritt schloss Salafia den Sarg mit einem Glasdeckel, um den Inhalt vor Mikroorganismen zu schützen. Salafia schuf die perfekte Illusion. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Wenn wir den äußeren Verfall aufhalten können, greift er nicht auf die Organe über. Das wäre großartig. So könnte die Mumie tatsächlich alle Zeiten überdauern. Rosalias Mumie benötigt feuchtere Luft als die anderen und muss hermetisch vor Schimmelbefall geschützt werden. Doch dafür reicht der Sarg nicht aus. Rosalia ist eine besondere Mumie und darum benötigt sie natürlich auch eine besondere Behandlung. Albert Zink nimmt Kontakt mit einer Firma in Mailand auf, die Rosalia und ihren Sarg vor Bakterien und Mikroorganismen schützen soll. Gleichzeitig muss die Umgebungstemperatur ständig angepasst werden und die ganze Konstruktion muss mindestens 100 Jahre halten. Nach 5 Monaten erreicht die Vitrine nun endlich das Kapuzinerkloster. Auf diesen Moment haben alle gewartet. Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt haben wir ja nur die Entwürfe gesehen. Aber jetzt werden wir sehen, worin Rosalia von nun an schlafen wird. Endlich ist ein neuer Platz für Rosalia gefunden. Dunkel und mit geringen Temperaturschwankungen. Der neue Standort am hinteren Ende der Katakomben. Mittlerweile wurde ein Aufzug installiert, der auch in die Katakomben fährt. 837 mm per l'esattezza. Doch es gibt ein Problem. Die Glasvitrine passt nicht durch die Aufzugtür. Und das, obwohl man sie vor dem Bau der Vitrine genau ausgemessen hat. Und wenn wir sie hier drehen. Offensichtlich waren die Maße falsch. Und niemand erinnert sich, wer die Türen ausgemessen hat. Irgendwie muss die Vitrine nach unten. Wir brauchen ein Gegengewicht. Und einer geht vorne weg. Die Vitrine wiegt mehr als 100 Kilo. Eine Arbeit für starke Männer. Die Entwicklung der Vitrine kostete 20.000 Euro. Schön langsam.
Sie ist eine echte Präzisionsarbeit und es gibt keine Ersatzteile. Sollte sie beschädigt werden, wäre sie nicht mehr hermetisch abgedichtet. Endlich ist es geschafft. Bis zum Abend wird die Vitrine kalibriert und dafür ist Konzentration gefragt. Das luftdichte Siegel bereitet Probleme. Der Druck darf nicht unter 1000 Millibar fallen. Wir müssen alle Öffnungen gut abdichten. Die Nerven liegen blank. Auch die Mönche sind neugierig. Bevor Rosalia hineingelegt wird, muss alles perfekt funktionieren. Endlich sind die Luftlöcher gefunden und versiegelt. Und das sind gute Neuigkeiten, besonders für Padre Antonio. Gefällt sie Ihnen? Ja. Die Form und alles andere. So wird sie hoffentlich besser geschätzt. Ja, die Zeit wird es zeigen. Die Zeit kann man nicht aufhalten. Morgen ist es für Rosalia soweit. Manchmal denke ich, dass wir sie ihrem Schicksal überlassen sollten. Aber sie ist ein Meisterwerk. Und dann könnten andere nicht sehen, wie schön sie war und wie sehr man sie geliebt hat. Nun verlässt Rosalia ihren angestammten Platz. Bis zur Glasvitrine sind es 180 Meter. Die letzten Schritte. Jetzt kommt es drauf an. Wenn jetzt etwas passiert und der Sarg zerbricht, wäre das eine Katastrophe. Das ganze Projekt wäre beendet. Sie behandelt den Sarg mit Formalin, doch Vorsicht ist geboten. Die Substanz ist ätzend. Auch Alfredo Salafia benutzte Formalin, als er Rosalia einbalsamierte. Schließlich versuchen sie, den Glasdeckel zu entfernen. Eine falsche Bewegung und sie könnten den Sarg beschädigen. Sie haben es geschafft. Die untere Glasplatte ist noch intakt. Was riecht denn hier so? Der Schimmel, der sich zwischen den Platten gebildet hat. Das ist der Beweis. Es war höchste Zeit, die obere Glasplatte zu entfernen. Rosalias Sarg kommt nun durch diese Klappe in die neue Vitrine. Was im Inneren des Sarges liegt, dürfen Sie nicht berühren. Okay.
Daher müssen sie sehr vorsichtig sein, damit die Mumie nicht verrutscht. Abbasso un poco poco, dai. Piano, anche non deve fare troppe vibrazioni. Vero? Allora, adesso allora tieni anche Albert. Piano, con te? Albert, No. Mettiamo un attimo, lascia. Basta. Adesso la posizioniamo. Endlich ist es geschafft. Jetzt wird angefeuchteter Stickstoff durch das Ventilationssystem in die Vitrine gepumpt. Ohne Sauerstoff haben Bakterien und andere Mikroorganismen keine Chance. Der Feuchtigkeitsgrad wird 65% betragen. Nur so trocknet die Mumie nicht aus. Ein emotionaler Moment. Am Anfang tat es mir ein bisschen leid, dass wir sie von ihrem ursprünglichen Platz in diese sterile Umgebung gebracht haben. Doch das hier ist die beste Lösung und das Beste, was wir für sie tun können. Man muss akzeptieren, was einem im Leben widerfährt. Und vor allem das Positive daran sehen. Ich kann mich kaum losreißen. Ja. Sie sieht aus, als ginge es ihr gut. Sie looks fine.